Ja, hallo Leute, herzlich willkommen auf einem meiner beiden Channels, Deutscher Switchplanet. Habt viel Spaß bei meiner neuen Ausgabe der Game News. Heute ist der 4. April 2019. Heute ist Donnerstag. Ja, hallo Leute, willkommen zu meiner neuen Ausgabe der Game News. Das ist ja mein neues Format. Wir starten auch mal gleich rein. Und zwar geht es heute schwerpunktmäßig um die Nintendo Switch. Erstes Thema ist einmal, es wird 3 neue Spiele geben für die Leute, die eben Nintendo Online nutzen und die Nintendo Online App auf ihrer Switch installiert haben. Dann haben wir einmal das Game Punch-Out, das es gibt kostenlos, dass ihr jederzeit spielen könnt auf eurer Switch. Dann das Spiel Star Soldier. Und als drittes gibt es Super Mario Bros. Lost Levels. Ich spiele mal eben kurzen Trailer ein zu allen 3 Spielen, Leute. Jetzt geht's ab. Ja Leute, das waren die 3 Spiele, die mal eben ganz kurz gezeigt wurden für die Nintendo Switch. So, machen wir gleich weiter. Das nächste Spiel, was mit der Nintendo Switch zu tun hat, ist Hellblade: Senua's Sacrifice. Das wird ja jetzt für die Nintendo Switch umgesetzt. Und Leute, das erscheint bereits am 11. April diesen Jahres. Aber leider nur als Download, nicht als Retail-Variante. Es wird genauso 29,99 kosten. Grafische Qualität ist sehr, sehr gut auf der Switch, aber sicher wird es hier und da sicher Abstriche geben zur großen PlayStation 4-Variante. Dann gibt es eine weitere Ankündigung, und zwar für die E3-Messe, die ja dieses Jahr noch bevorsteht. Und da hat Nintendo angekündigt, dass sie da einige Sachen aus dem Sack rauslassen, sozusagen aus dem Switch-Sack, ja. Bin sehr gespannt. Also da sollen sehr, sehr neue Titel, ganz neue Titel auf jeden Fall angekündigt werden. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich glaube, die E3-Messe, die wird auch wieder mega. Können wir wirklich sagen, die Nindies-Show war geil von Nintendo. Die Direct, die letzte, war geil. Und ich glaube, die E3-Messe wird auch sehr, sehr geil. Und ich glaube, es wird mich gar nicht wundern, wenn vielleicht noch eine Nintendo Direct noch stattfinden könnte, ja, wer weiß, oder stattfinden wird, bevor die nächste E3 startet, man weiß es nicht. Mal abwarten und Tee trinken.
So, und dann noch als Thema, es wurde gemeldet, dass bald das Sega Mega Drive Mini erscheint. Ne, ähnlich wie das SNES Mini von Nintendo wird dieses Mini-Gerät von Sega 40 Spiele bieten, wenn es in Deutschland verfügbar ist. Ihr könnt es bereits schon hier und da vorbestellen. Und es wird 79,99 kosten. Ich finde, der Preis ist fair. Übrigens, das Mega Drive war ja mein allererstes Videospielsystem, was ich mir selber gekauft habe von meinem Taschengeld, Leute. Dann möchte ich nochmal sagen, in eigener Sache, ihr wisst ja, dass ich einen guten Freund habe und Geschäftspartner, will ich ihn mal nennen. Das ist der Basti, ne? Von Black TV, ne? So heißt ja sein Kanal. Ihr wisst auch, dass ich schon mal ein Video gemacht habe, vor einigen Monaten, wo ich den Basti noch nicht so lange kannte, ne? Wo ich ihn morgens Zeit gesagt habe über mein Video, ne? Wo dann der Name Blackie drin stand im Video. Und ja, das ist ein sehr, sehr guter Kumpel von mir und einer meiner besten Kumpel. Aber auch mein Geschäftspartner, weil wir zusammen eben uns zusammengetan haben, um zu streamen. Ich und er. Wir streamen immer parallel meistens. Wenn wir zusammen zocken, streame ich und er streamt. Und genauso samstags von 23 Uhr bis Sonntag um 2 Uhr. Da machen wir immer ab jetzt Abo-Zocken und da tun wir uns auch zusammen. Er streamt und ich streame. Auf jeden Fall, er ist ein richtig cooler Typ und wenn man was ändern möchte am Konzept, man sieht es jetzt bei dieser Multiplayer-Regel, die komplett gestrichen wurde, da konnte ich ganz cool mit ihm drüber reden, war gar kein Problem. Basti, super, ne? Du bist ein echt cooler Dude. Und Leute, bitte, ne? Er hat vor ein paar Stunden für mich Werbung gemacht bei seinen Abonnenten, dass sie mich unterstützen sollen, dass ich auf dem einen Kanal bereits über 70 Abonnenten habe. Und ich habe übrigens auf beiden Kanälen jetzt über 70, das hatte ich nämlich vorgestern gesehen. Wahnsinn, Leute, vielen, vielen Dank. Ihr müsst überlegen, es gab Zeiten, da hatte ich knapp über 30 Abonnenten. Auf dem ersten Kanal, will ich mal sagen, und der zweite Kanal, der hat immer derbe hinterhergehinkt. Auf jeden Fall sind die jetzt fast gleich. Wahnsinn, ich habe jetzt also über 140 Abonnenten, wenn man beide Kanäle zusammenzählt. Wahnsinn, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid wirklich die Besten. Ne? Ich habe jetzt, glaube ich, in den letzten 4 Wochen, wenn ich nachgeguckt habe, 38 Abonnenten dazu gewonnen. Ihr seid spitze, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe, ja? Weil ich mache eigentlich nichts Besonderes. Jedenfalls bitte, Leute, der Basti hat für mich so coole Werbung für mich gemacht. Unterstützt ihn auch, bitte. Sucht seinen Kanal auf. Schaut bitte nach, entweder in meinen Abos unten, da findet ihr ihn. Black TV, er hat im Moment 53 Abos, ja. Also 53 Abonnenten. Bitte geht zu ihm. Abonniert ihn, liked seine Videos, ja, aktiviert auch ruhig bei ihm die Glocke, denn seht ihr immer, wenn er aktiv ist, wenn er neue Videos macht und streamt, ja. Bitte, Leute, ich will sehen, dass er Zuwachs macht, ja. Bringt ihn bitte, ja, alle zusammen auf, sagen wir mal, 70, 75 Abos, ja, mindestens, wenn nicht 80. Oder 100, Leute. Bringt ihn nach oben, noch weiter nach oben. Unterstützt ihn, Leute. Bitte macht es für mich, genauso wie ihr mich unterstützt.
bringt ihn nach oben, ja, liked ihn, abonniert ihn. Er ist wirklich ein ganz korrekter Typ, mit dem man über alles reden kann, der immer für mich da ist, der hat immer Zeit für mich, wie viele andere auch, aber er eben als Geschäftspartner, weil wir eben zusammen streamen, ist wirklich bemerkenswert. Er ist ein richtig toller Typ, er hat eine sehr gute Einstellung, er ist sehr, sehr produktiv, er steckt mega viel Zeit in seinen Kanal rein. Daneben hat er noch Schule und alles und kümmert sich noch um seine Freunde. Leute, ne, macht es wirklich für mich und tut mir einen Gefallen. Ne? Und ich werde ein Auge drauf haben, wie hoch die Abonnenten bei ihm sind. Ja, die sind im Moment bei 53. Also wie gesagt, schaut unten rein in meine Abo-Liste. Da findet ihr Black TV. Er steht im Moment bei 53 Abos. Und wehe, wenn die nicht nach oben gehen. Ich will, wie gesagt, 70, 80 Abos mindestens sehen bei ihm. Ah, er ist im Moment bei 53. Bitte macht das, Leute, für mich. Ich weiß, was ich an Aufrufzahlen habe auf manchen Videos. Das müsste locker möglich sein, ne? Unterstützt mich, ne? Enttäuscht mich nicht. Bitte macht es. Ich will dann Ergebnis sehen diesmal. Absolut. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit für mich. Wenn ihr nicht wollt, dass ich dann da sitze und ganz traurig bin, dann unterstützt Black TV und liked ihn, abonniert ihn und aktiviert bei ihm die Glocke, ja? Dann werdet ihr immer informiert, was er so gerade streamt, was er so gerade treibt. Und der Basti treibt so einiges. Genau. Auf jeden Fall, er ist ein richtig geiler Geschäftspartner und Mensch und Freund und Jude. So Leute, ich bin dann schon mal raus. Ich wünsche euch heute richtig schönen, geilen Tag und eine geile restliche Woche. Und ich bin raus, Leute.